Und hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play Das Schwarze Auge, Teil 1 der Nordland-Trilogie, die Schicksalsklinge. Und ich bin der Captain und ja, das letzte Mal, als wir hier unterwegs waren, sind wir durch das Poter gegangen und haben das Poter endgültig ausgeräuchert, haben ein paar schicke Sachen gefunden, die wir dann auch verkauft haben. Das Einzige, was wir nicht verkauft haben, war halt dieses schicke Kurzschwert hier, was einen Bonus auf den Attackwert gibt. Und was wir auch nicht verkauft haben, war, wo habe ich es denn? Diese wunderbare Sichel, die plus 3 auf Kräutersuche gibt. Die können wir dann wahrscheinlich im letzten Teil, können wir die dann wahrscheinlich aus dem Gepäck tun. Da brauchen wir die dann wahrscheinlich nicht mehr. Gut, was noch? Noch irgendwas gefunden? Ja, ich habe ein paar Tränke und so weiter gefunden. Nichts Wildes an der Stelle. Ihr seht schon, Körperkraft sind sie schon alle relativ gut. Die müssen eigentlich nur noch einmal Körperkraft steigern und dann können sie die anderen Werte anfangen zu steigern. Denn Körperkraft sollte nur, ja, bei den Magiern reicht wahrscheinlich 15 absolut, ist wahrscheinlich absolut ausreichend. Aber bei allen anderen sollte Maximum halt 18 sein. Mit den Körperkraftgürteln kommt man auf 23 und wenn man dann noch Gulmond futtert, dann kommt man auf 25 und mehr als 25 geht ja sowieso nicht. Also, okay, gut. Ja, hungrig sind sie auch ein bisschen, aber das macht nichts. Wir haben alle ein bisschen was zu essen. Frau Flöser hat sogar mehr als eine Ladung zu essen. Nee, was wollte ich jetzt genau? Ich gucke mal aufs Datum. Genau, Datum ist der 19. Zar. Im Winter, das ist Februar immer noch. Und wo wir jetzt hier gerade in Farnheim sind und unterwegs gucken, wo wollten wir eigentlich nochmal hin? Genau, irgendwo, genau, hier ist der Ausgang, ne? Oder? Ist das der richtige Ausgang? Na, das ist das Schiff. Mit dem Schiff wollte ich ja nirgendwo hin. Wobei, was für Routen gibt es denn? Was legt denn überhaupt ab? Nein, auf die Insel will ich nicht. Ankommende Schiffe erfragen. Wird kein Schiff ankommen. Okay, also ich will hier aber auch nicht warten. Deswegen sagen wir mal, wir wollen ja auch aufbrechen zu den nächsten Ufern. Richtung Otage, wo der nächste Typ ist, der uns noch was über die Orks bzw. über die Karte und Hügelig sagen kann. Haben wir ja von, wie heißt sie denn? Wo habe ich sie mir aufgeschrieben jetzt gerade? Ah, auf der anderen Seite der Notizen haben wir ja einen Namen genannt bekommen. Nämlich, wo ist er denn? Hjore Arenson. Der ist in Otage. Genau, dann können wir den ja auch aufsuchen. Dann habe ich hier noch einen Namen stehen, den ich mir aufgeschrieben hatte. Alrik Derondon in Fexkaer und einen gewissen Gerbald in Fexkaer. Die würde ich dann auch noch mal aufsuchen. Irgendwie dann vielleicht mal kurz vor Schluss. Ich habe ja auch noch die Möglichkeit, den Händler zu treffen. Und das Einhorn ist ja auch fleißig schon am Suchen. Und was wollte ich denn jetzt noch? Genau, irgendwas wollte ich noch. Genau. Ja. Remira, die ja nicht von hier ist, sondern aus Belhanka ist, hat die aktuelle Ausgabe vom aventurischen Boten durchblättert und hat natürlich dementsprechend gleich mal geschaut, wo ist denn noch was? Wurde irgendwas über Orks berichtet, sonst irgendwo? Hat natürlich gleich einen Artikel gefunden. Ich muss dazu sagen, der aventurische Bote ist eine, ich sag mal, Gareta oder ich sag mal, ja, Gareta-Zeitung quasi. Sie ist nicht hier aus Torval und allgemeingültig. Dementsprechend heißt es dort in der Gareta-Zeitung aus den Provinzen Ork-Überfälle in Weiden. In Gareth Trallop hat sich das zugetragen. In letzter Zeit wurden wieder verstärkte Übergriffe der Orks im Mittelreich gemeldet. Also klar, es ist eine Mittelreich-Zeitung. Besonders betroffen soll bisher das Herzogtum Weiden gewesen sein.
Dort wurden mehrere Überfälle auf Handelszüge und kleinere Anwesen verübt. Muss man dazu sagen, das Herzogtum Weiden befindet sich ja einige Wochen Reisen in Richtung Osten von hier aus gesehen. Hinter dem Orkland, nämlich genau auf der anderen Seite des Orklands, wenn man da hinreisen wollte, müsste man zurück nach Andergast, durch Andergast durch, dann die südliche Route um das Orkland drumherum in Richtung Greifenfurt, Wehrheim, dann entsprechend Richtung Norden, bis man dann schließlich nach Trallop kommt, nach Bilau, ich glaube Bilau heißt es, und dann nach Trallop. Und dann wäre man auf der anderen Seite vom Sveltland in der, ja, dann nördlichsten, in der nördlichsten Provinz, dem nördlichsten Herzogtum von den Mittellanden, nämlich Weiden. Wie es heißt, sind die Orks bei ihren Schandtaten überraschend planvoll vorgegangen. Während das Kaiserhaus sich wenig beeindruckt zeigt und über Reichsrat Eorkaidos mitteilen ließ, dass ein paar dahergelaufene Schwarzpelze auf keinen Fall eine bedenkenswerte Gefahr für das größte und mächtigste Reich Aventuriens darstellen können, scheint Herzog Waldemar, also das Waldemar ist der Herzog aus Weiden, anderer Meinung zu sein. In einem Gespräch mit unserem Tralopper Korrespondenten ließ er verlauten, dass er unerschrockene Männer und Frauen suche, die sich im Notfall ihrer Haut zu wehren wüssten. Also die bereiten sich da wohl auf etwas mehr Orkensturm, ja, wie gesagt, Orkensturm schon vor. Der Herzog, benötige nämlich dringend Informationen über die Beweggründe und das genaue Ausmaß der sich häufenden Ork-Überfälle. Insbesondere sei er daran interessiert, ob Gerüchte zutreffen, dass die Orks bei ihrem Treiben von einem nicht-orkischen Anführer, möglicherweise einem Söldner oder tulamidischen Krieger angeführt würden. Ja, das soweit zum aventurischen Boten und den Orks in der aktuellen Zeit. Die restlichen Infos vom aventurischen Boten, sagt Demira, ach, das ist alles der komische Kampf und Krieg da unten, was da bei Al-Anfa da und das Kaiserreich austoben, aber das ist da irgendwie alles etwas undurchsichtig. Oder? Nehme ich da jetzt was vorweg? Nee, ich nehme nichts vorweg. Ist ungefähr jetzt gewesen. Vielleicht nicht ganz genau, aber so ungefähr. Dementsprechend fragt sich natürlich die Gruppe, warum sind wir jetzt hier eigentlich dann in Torvald unterwegs? Dann sollten wir uns schleunigst unsere Aufgabe abschließen und rüber uns nach Weiden machen, denn da gibt es offensichtlich mehr Ork-Aufstände. Ja, das macht man allerdings in Aventurien nicht mal eben schnell, denn es ist doch eine ganz schöne weite Strecke. Aber das kann man ja dann nochmal im Nachhinein angehen. Jetzt lass uns erstmal das Grimmring-Schwert dann finden. Und mal gucken, vielleicht finden wir auch irgendwo noch ein bisschen Informationen, wie und wo denn die Orks auch hier aufmarschieren wollen. Denn den Gerüchten zufolge scheint es ja wirklich so zu sein, als ob es einen guten orkischen Anführer gibt, der hier die Tour quasi, der die Orks zu mehr Disziplin bringen lässt und dann koordinierte Angriffe machen lässt. Ja, das sprach's und sagte, jetzt verlassen wir aber endgültig mal den Ort und wir gehen jetzt nochmal nach das Pota zurück, um dann den Weg Richtung Otage weiterzugehen. So, da ist der Jäger. Wir ziehen einfach weiter und wir schlafen kurz vor das Pota. Und natürlich muss ich Frau Flöser nach vorne setzen. Und Mürnhild darf wieder jagen, findet Wasser und kann Essbares erlegen. Schön, damit sind sie schon mal satt. Und du kannst ein bisschen was ein. Tarnelen und Würselkräuter sind immer gut. Und ihr drei dürft jetzt Wache halten. Astralenergie steigt leider nur um 1. So, reisen wir weiter.
Und jetzt sind wir wieder mal in Das Poter und da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen hier nur durchreisen. So, deswegen mal schnell durch. Und weiter nach Otaje. Da ist die Gruppe erschöpft. Die geht aber ziemlich zügig voran, muss ich sagen. So, gibt es wieder was zu essen, Mirnhild. Wasser und Essbares, sehr gut. Und du hast schon wieder so sau viel zu futtern hier. Du gibst mal gleich 5 ab. Nee. Wir schmeißen 3 weg. Nein. Wir schmeißen einen weg. So. Mit. Und du schmeißt 2 weg. So. Kann Frau Blöser nochmal ein Würselkraut finden gehen. Das ist gut. So. Können wir weiter. AE steigt. Gut. Vor euch liegt eine verlassene Herberge. Der ideale Ort, um hier zu rasten. Wollt ihr in dem Gemäuer einkehren? Oh ja. In dem Gemäuer einkehren. Gehen wir doch mal rein. Können wir uns noch ein bisschen ausruhen hier drin? Wie viel fehlt denn noch? 6 Stück. Vielleicht bringt einer. Achso, einer ist nicht mehr so wichtig. Aber hier die 6. Vielleicht hilft eine Tanele entsprechend. Und da war jetzt so schön viel haben, können wir jetzt auch gleich mal schön jagen gehen. Wasser. Aber keine Tiere. Usena Flöser kann 9 Stunden und findet natürlich nichts Tolles. So, kannst die 15 mal hier rüber tun. Sieht eigentlich mit Fallen aus, haben die alle, genau. Nochmal Wachen aufstellen. Schlafen gehen. Traviane Precht schreckt während der Wache plötzlich auf. Irgendwo aus dem Untergeschoss des Gebäudes waren eindeutig Geräusche zu hören. Sie weckt euch. Die Geräusche hören nicht auf. Ihr steigt die knarrenden Treppen hinunter und nähert euch der Quelle des Lärms. Als ihr in die Küche kommt, könnt ihr feststellen, dass die Spuren, die ihr im Staub gefunden habt, offensichtlich nicht von anderen Reisenden stammen. Vielmehr führen sie auf eine Klappe zu, die im Küchenboden eingelassen ist, und die Geräusche stammen eindeutig von irgendwo unter euch. Vielleicht auch nur Ratten. Wollt ihr die Klappeöffnung nachsehen? Die Ratten weiter im Vorratskeller rumoren lassen. Die Klappe öffnen und nachsehen. Wir sind ja auch entsprechend gerüstet. Ja, jetzt habe ich natürlich meinen wohlverdienten Schlaf nicht gekriegt. Jetzt müssen wir die Arnhild wieder nach vorne schicken. Und dann bekommt die auch gleich das da. Weil dann hat sie nämlich, wo haben wir es? Nee, Sinnenschärfe, Gefahrensinn. Wieso das denn? Sollte die nicht irgendwie was auf... Naja, gut. Lassen wir es mal. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier unten. Alles klar. Dann gucken wir mal, wo es lang geht. Da hinten geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Oh. Da geht es ja wohl weiter. Da sind... Was sind denn das? Zombies. Ah, kämpfen wir mal gegen Zombies. Guter Treffer. 3, 4. Jawohl, und der ist gleich weg. Jawohl.
1, 2, 3, 4. Und der nächste, der gleich getroffen wird. 11. Nee, ist noch nicht weg. Hier, ja, du kannst von dort auch schießen. Oh, nicht getroffen. Na gut, da muss Arnhild Beiler gleich mal nachlegen. Und das war's. Ja, geht ja ganz einfach hier, die beiden Zombies. So, Wand. Hier geht's nicht durch. Ne? Ich weiß, dass da eine Wand war. Noch irgendwas hier auf den Feldern? Nee. Dann geht's jetzt nur hier weiter. Was haben wir hier? Dies ist der ehemalige Kühlkeller. Ihr merkt auch, dass die Luft hier deutlich kühler ist als im Nachbarraum. Um genau zu sein, es ist bitterkalt. Die Wände des Raums sind von schwachem bläulichen Flimmern durchzogen. Aha. Was heißt das jetzt? Da kann man rein. Ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Arnhild Beiler eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich, als sie sich an dem Schloss zu schaffen macht. Wo ist jetzt die Tür? Ach, da unten ist sie. Okay, da drinnen sehe ich schon eine Truhe. Das ist schon mal gut. Dies ist wohl der Raum, in dem der Wirt der Herberge früher seine Wertsachen aufbewahrte. Okay. Dann... Leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält folgendes. 1 Graja. Oh, wie schön. Naja gut, ein einfaches Graja brauchen wir nicht mitnehmen. Ja, ich weiß, dass das der Raum ist. Gut, also hier kommen wir nicht durch. So, die Wand. Also ich sieht ja fast danach aus, als ob hier drüben doch auch noch was ist. Ah, ein genauer Blick auf die Wand enthüllt Arnhild Beiler eine Geheimtür. Mit einem Poltern öffnet sie sich dann doch. Ja, da geht's durch. Wunderbar. Gut, dann können wir mal weitergehen. Und was haben wir hier jetzt schon wieder? Ah, ein Skelett. Jetzt dahin uns bewegen, können wir das Skelett gleich mal beschießen. 6. Bleibst hier. Und du kannst dich davor bewegen und kannst auch mal schießen. Und das war das Skelett. Ja. Ist das irgendwie hier dieser, so eine Art Billig-Dungeon oder was, den ich eigentlich schon ganz am Anfang hätte erleben müssen. Ah ja, gut. So, Tür und geöffnet. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Okay. Dann haben wir hier noch eine Tür. Und da ist noch eine Truhe drin. So, und wenn man jetzt guckt, da kann man nach oben. Und da ist auch noch eine Tür. Gut. Was haben wir denn da? Eine Mumie. Ist das richtig? Ja, eine Mumie. Und Schuss 7. 7 Treffer, sehr gut. Und du gehst gleich mal vor und schießt auch drauf. Nochmal 7.
Und noch ein Schuss von der Seite. Okay, 19. 19 Trefferpunkte. Und das war's. 20 Trefferpunkte hatte sie. Oder 25. Ich weiß es nicht. Nanu, warum habe ich denn die nicht gesehen? Da ist eine Truhe. Säbel, Wurfmesser, Messer. Mhm. Okay. Gut. Ich gehe mal gerade hier rein, guck mir gerade noch mal meine Werte an. So. Und vor allen Dingen gucke ich mir nebenbei auch gerade noch mal die Liste an. Nicht, dass ich irgendwelche Gegenstände, die wichtig sind, jetzt einfach nicht mitnehme. So, ich sehne mich hier in der kleinen Lösung. Alles klar, gut. Gut, das sind alle Sachen. Okay, gut. Nur, dass ich es richtig weiß, ne? Ups. Ich will natürlich das andere wieder aufklippen. Genau. So, ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt, dass ich auch nicht irgendwelche Gegenstände hier vergesse oder die ich eigentlich mitnehmen wollte, weil sie von Wert sind. So, jetzt gucken wir nochmal in die Truhe rein. Säbel, Wurfmesser, Messer. So, nee, das will ich alles nicht mitnehmen. Das ist alles nicht wert. Okay, gar nicht. Gibt hier nämlich noch so nette Gürtel zum Anziehen. Zum Beispiel einen. Hallo. Das fällt. Ah, jetzt sieht man die Wand. Genau. Nämlich sowas wie ein. Ja, gut, gehen wir weiter. Totenkopfangstgürtel. Damit. Totenkopfangstgürtel. Toten. Untotenangst. Nee, wie heißt denn das jetzt nochmal? Totenangst, genau, ein Totenangstgürtel, womit dann die Totenangst gelindert wird. So, hier. Ah, ein Skelett. Gut. Sechs. Du kannst gar nichts machen. Und das war's. Gut, wieder 6 Abenteuerpunkte. So. Oh, was ist das denn da Schönes? In diese Richtung geht es nicht weiter. Aha. Da ist doch schon komisch. Also, wo ich gerade von Totenangstgürtel spreche und hier hinten gibt es so einen komischen Typen. Okay. Gut. Nicht geklappt. Ach, beim zweiten Mal dafür. Ups. Was war das? Immer wenn man da durchgeht, passiert irgendwas. Hallo? Jetzt ist der Gang frei. Jetzt ist er nicht frei. Also,
Zauber, Remira. Penetritzel. Und damit sehe ich auf der anderen Seite und da auf der Seite, da geht's weiter. Alles klar. Dann. Dann, teleportieren wir uns jetzt durch, ne? Remira, Bewegung. Transversales Teleport. Und damit bin ich jetzt durch, okay? Und hinter mir ist ein komischer Pott. Gut, komme ich jetzt nicht mehr raus, aber muss ich halt dann wieder teleportieren. Okay. Ach, das war das Geräusch. Ach, jetzt ist er weg. Interessant. Komische Sache. Das ist sehr merkwürdig. So, da geht's nicht weiter. Das heißt, ich kann nur in die Richtung gehen. Der Raum, den ihr betretet, ist vollkommen leer. In der Mitte jedoch, genau über dem einer bräunlichen Farbe gezeichneten Pentagramm, scheint sich eine Gestalt zu formen. Aus einem grässlich verzerrten Gesicht starren euch hohle Augen an und scheinen euch die Seele aus dem Leib reißen zu wollen. Aha. Wo ist das jetzt? In der Mitte des Raumes? Ich merke hier gar nichts. Also. Ups, was haben wir jetzt hier? Bewegen. Ach, ein Skelett. Okay, komm, sichern. Oh. Bewegen. Kommt es dahin? Ich komme auch dahin. Genau. Attacke! 3. Vier. Ja, keine guten. So, musst du mal dahin gehen. Oh nein, das Skelett, es greift mich an und es hat einen Patzer gemacht, aber der Patzer war nicht so stark, dass es sich selbst verletzt hat und in sich zusammengebrochen ist. Der war auch nicht so stark, der Pfeil. Vielleicht ist der Pfeil jetzt stärker. Auch nicht. Und jetzt tu aber nochmal in den Rücken. Ja, jetzt ist es. Ein Schwert hat es bei sich. Nee, nehmen wir nicht mit. Okay. Hier steht eine Statue, die einen geköpften Raben darstellt. Offensichtlich eine Verhöhnung Borons. Wollt ihr das blasphemische Artefakt zerschlagen? Jawohl, natürlich. Was ist jetzt passiert? Als ihr auf die Statue einschlagt, durchzuckt ein greller Blitz den Raum. Einige Minuten später erlangt ihr das Augenlicht wieder und könnt erkennen, dass sowohl die Statue nicht mehr existiert, als auch sich an der Westwand ein Gang aufgetan hat. Boah, da haben sie... Na gut, alle haben sie... Oh! Und unser Mut ist gesunken. Upsala. Weshalb das denn? Das ist ja gar nicht gut. Da ist der Gang auf. Ah. Das heißt, so kommen wir wieder raus. Okay, gut. Kriegen wir sonst noch irgendwas mit hier? Das hätten wir gemacht.
An der Wand irgendwas? Nee, da hinten ist aber noch eine Tür. Also wieder zurück. So, jetzt haben wir den Notausgang schon mal fertiggestellt. Kann sein, dass mit dem Raum gerade eben zusammenhängt. Mit dem Mutverlust. Bis auf die vier Zombies, die sich euch bedrohlich nähern, ist der Raum vollkommen kahl. Oh ja. Naja, vier Zombies sind ja auch nicht unbedingt gerade mal das, was man einen netten Plausch hat. Aber die schießen wir jetzt ab. Das ist wie Tontauben schießen hier. Die sind vor allen Dingen langsam. So, du gehst mal aus dem Weg. Brauchen wir nicht. Das machen die Jäger alle von allein. Zack. Macht sich hier keine Dame die Finger schmutzig. So, einer liegt. Und da liegt der zweite. Der ein bisschen stärker. Mit 11 ist er nicht sofort eingeknickt. Da, der liegt. Ach komm, das lassen wir. Das lassen wir Rosena alleine machen. Komm, dreht sich nochmal um. Kurz Abstand gewinnen, ausholen und da liegt er. Und auch nur 6 Abenteuerpunkte gegeben. So viel dazu. Was haben wir hier denn? Von irgendwoher ist ein Knirschen zu hören. Und man sieht unten, der Posten ist weg. Genau. Gut, wenn der jetzt weg ist, wir drehen uns um und hoffentlich ist der immer noch weg, wenn ich da unten bin. Nee, jetzt ist er wieder da. Interessant. Das ist ja wieder doof. Okay. Doch, es ist echt wieder doof. Ich mache hier wieder ein Penetritzel. Also, diese ganzen Sachen mit Gruppe teilen finde ich einfach furchtbar in diesem Spiel. Dass man immer eine Gruppe irgendwo teilen muss, weil man muss jetzt auf der Platte stehen bleiben, weil wenn man auf die Platte getreten ist, ist der Kram da hinten weg. Ist zwar schön, dass hier die Gruppenteilfunktion so wunderbar ins Spiel integriert ist. So sehe ich jetzt aber auch den ganzen Raum da unten. Nämlich diesen ganzen Raum hier. Und in den will ich jetzt rein. Und deswegen Remira, mach ein transversales Teleport. Und jetzt sind wir da unten drin. Und weil wir von der Platte nicht runtergegangen sind, ist vielleicht sogar so, dass ich... vielleicht komme ich ja sogar raus. Ne? Ja. Also man kommt auch wieder... Oh. Mumien. Mumien. Und der hat auch gleich zugeschlagen, die Mumie. So, wollen wir gleich mal loslegen. Du kannst einmal drauf schießen. Und du gehst in die Ecke und kannst mal loslegen und zuschlagen.
Oh, drei Treffer, gut. Und Silvana kann auch zuschlagen. 9 Treffer, jawohl. Na gut, du kannst hier nichts machen, da musst du weg. Du kannst von dort schießen. Du beschießt die von dort, jawohl. Nochmal schießen. Ja, ist doch schon die erste weg. Nochmal Angriff. Remira hat sich selbst verletzt. Acht. Sechs. Verdammt. Komm, nochmal angreifen. Da liegt sie. Silberschmuck, Silberstreitkolben. Jawohl. Jetzt sind wir nämlich genau da, wo ich sein wollte. Hier gab es einen Silberstreitkolben und jede Menge Silberschmuck. Und das war nämlich der Silberstreitkolben, ist nämlich was Besonderes. Und der Silberschmuck übrigens auch. So, aber mit dem Silberstreitkolben kann wahrscheinlich niemand was anfangen. Nee. Passiert nichts. Naja, also. Pfeile haben wir auch noch genug. Nee, keine Ahnung, was da ist. Achso, wir haben ja ein bisschen was an Schaden genommen. Sollten wir mal so langsam anfangen, wieder auszugleichen. Einen. Warum musst du wieder einen? Einen ist viel zu wenig. 4, das ist eine gute Zahl. 3 oder 4. So, haben wir alles bis auf den da. Okay, das war hier. Es gibt aber noch einen an. Weg hier. Warum geht's denn hier nirgendwo rein? Hier war doch ein Weg. Interessant ist, dass ich jetzt hier lang gehen kann einfach, ne? Aber in den Raum unten komme ich nicht rein. Was ich nicht verstehe. Gut. Warum erkennst du diesen Geheimgang nicht? Ich weiß, dass da ein Geheimgang ist. Ich weiß, dass man hier durchkommen kann. Aber irgendwie will er jetzt nicht. Mache ich wieder irgendwas falsch? Mache ich wieder irgendetwas falsch?
Wahrscheinlich. Gut, wenn wir da rein wollen, dann müssen wir halt dann nochmal jetzt. Wie viel Astralenergie? Noch 26 Astralenergie hat sie. Muss ich wahrscheinlich einen Zaubertrank trinken. Okay, komm, machen was. Remira, Hellsicht, Penetritzel. Ja, und da unten sieht man doch den Raum. Nur da kommt man irgendwie nicht rein. Wahrscheinlich wieder irgendein Trick, den ich jetzt wieder mal nicht durchschaue. Aber wir können es uns ja leicht machen hier in dem Spiel, indem wir transversales Teleport machen. Oh, mitten in eine Mumiengruppe rein teleportieren. Und, ups, da sind Zauberer. Da sind Zauberer. Die Frage, welchen Zauberer nehmen wir zuerst? Wir nehmen. Ach, was machst du denn da? Ey, das Feld sollst du nehmen. So. Wir nehmen diesen Magier und den anderen blenden wir. Hoffentlich gut genug. Können wir hier. Kannst du noch wen blenden hier? Kannst du noch eine Mumie blenden? Ach, Mumien kann man doch nicht blenden. Nee, Mumien kann man nicht blenden. Oh, du kannst mal drei Felder gehen. So. Und einmal die Mumie angreifen. Ha, gut. Widerstanden. Eins, zwei. Zwei Felder. Und nochmal auf den. Zack, nochmal acht. Ja, super. Alles steht im Weg und ich kann nichts blenden, weißt du? Komm, dann musst du mal aber ganz nach vorne gehen. So. Ha, das ging aber flott. Gut. Wenn der so schnell. Ah, jetzt steht der im Weg. Ist ja klar. Na gut, dann Verlegenheitsschuss auf die Mumie. Ein Nahkampfangriff. Nee. Doch, normal. Ja, schon wieder ein Verlegenheitsschuss, weil ich immer noch nicht mit dem Zauberer dran war. Aber da die hier scheinbar sowieso nichts zaubern. Zu zaubern schafft. So. Jetzt. Kampf. Blitz. Zauberer. Magier ist geblendet. Blitz dich find. Und jetzt kannst du diese zwei Felder gehen. Und dem noch bei den Rücken schießen. Und Remira macht sich aus dem Staub. So, und du schlägst dem der Mumie in den Rücken. Zwei. Na gut. Und du schlägst jetzt der gleiche Mumie nochmal in den nächsten Rücken. Und schießt jetzt den Magier über den Haufen. Immer noch nicht. Vielleicht der da? Jawohl, Arnhild Beiler trifft. Damit sind schon mal die beiden Magier weg.
Ne, 1, 2, 3, 4. Da ist besser. Kann man gleich direkt schießen. 6. Jawohl, eine weniger. Jetzt mal da drüben hingehen. Komm. Ein Angriff auf den. Komm, der wird doch jetzt mal langsam. Ne, wird er nicht. Vielleicht mit dem Schuss. Oder mit dem Angriff von Remira. Nein. Sylvana kriegt was auf die Schnauze. So. Vielleicht geht der andere ja noch schneller drauf. Nein, geht nicht. Gut, Traviane holt aus. Macht den letzten jetzt fertig. Ja, das war's. Totenkopfgürtel, Totenkopfgürtel. Das hatten offensichtlich die beiden Magier bei sich. Und wir kriegen 60 Abenteuerpunkte. Weshalb Arnhild Beiler eine neue Stufe erreicht. Jawohl. Ach, ist das schön. Gleich mal einen Siegeskaffee drauf trinken. Wunderbar. Dann holen wir gleich mal die Notiz draus. Warum Arnhild Beiler jetzt schon wieder was bekommt? Ganz einfach, weil die mit ihren ganzen Fingerfertigkeiten und Schlösserknacken immer die ganzen Erfahrungspunkte hier in der Gegend einsammelt. So, wir steigern nochmal die Körperkraft. Sie ist auf 18. Und jetzt senken wir die Raumangst geschafft, gut. Lebenspunkte steigen um 6. Uiuiui. Gut gewürfelt. Der Attacke-Basiswert hat sich auf 9 verändert. Ist höher geworden. Jetzt können wir unsere Kampftalente steigern. Jawohl. Schusswaffen. Misslungen. Ach komm. Nochmal. Geschafft. Schusswaffen auf 9. Schwerter. Geschafft. Attacke erhöhen beim Schwert. Was haben wir noch? Waffenlos. Komm, geschafft. Parade erhöhen. Genau. Wenn wir waffenlos sind, können wir wenigstens ordentlich parieren. Das klappte doch schon mal sehr gut. Intuition. Gefahrensinn hat nicht geklappt. Sinnenschärfe hat geklappt. Gefahrensinn hat jetzt auch geklappt. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Körpertalente. Schleichen hat nicht geklappt. Selbstbeherrschung hat auch nicht geklappt. Komm, schleichen. Jawohl, auf 8. Selbstbeherrschung. Jawohl. Jetzt wäre noch die Frage, was nehmen wir an sonstigen? Die Körpersachen sind alle auf 8. Das ist schon mal gut. 8, genau. Gesellschaft. Nein. Handwerk. Schlösser knacken. Wo haben wir sie? Da. 9. Komm, auf 10. Sehr gut. Und misslungen. Kriegen wir es auf 11? Ja. Noch einmal. Und nein. Misslungen. Kriegen wir nicht auf 11. Aber wir haben es schon mal auf 10 gebracht. Das ist auch schon mal ganz gut. Dann haben wir noch unsere anderen Handwerkssachen. Zum Beispiel hier Krankheiten heilen. Das ist auch wichtig. Gerade im zweiten Teil wird man sehr häufig krank. Komm. Schafft auf 8. Ach komm, hopp.
9, jawohl. Damit ist Arnhild auch wunderbar im Krankheitenheilen. Mehr geht nicht. Stecken 5 ist eigentlich nicht schlecht. Alles Unsinn hier. Natursachen braucht er. Brauchst du auch nicht. Hat sie genug von. Kriegskunst. Minus 4. Ja, natürlich. Magiekunde. Minus 3. Belesen und so weiter sind sie nicht besonders, ne? Wissens... Achso, das sind ja die Wissens... Handwerk, genau. Die Frage, Heilkunde, Gift? Heilen Wunden. Dann komm, probieren wir nochmal. Jawohl, Wunden heilen auch. Oh, und es geht weiter. Remira Galetta ist auch auf die nächste Stufe gekommen. Na also, und jetzt ist die Frage... Magierin mit Mut, Klugheit, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Intuition und 15 Körperkraft. Was nimmst du jetzt als nächstes? Nimmst du die Gewandtheit? Klugheit? Klugheit ist immer gut. Ja, bei Magier ist Klugheit immer gut. Komm. 14, sehr gut. Was senken wir? Ich würde sagen, ich senke den Jähzorn. Misslungen. Oh. Gut, Magieresistenz hat sich auf 9 verändert. Das ist gut. Es stehen 3 Lebenspunkte zur Verfügung. Oh Mann. Komm. Alle 3 auf Lebensenergie. Und dafür nehme ich lieber 10 Steigerungen Zauberfertigkeit verzichten. Jawohl. Und habe dann nochmal 4 Astralenergie bekommen. Okay. Möchten Sie Steigerungsversuch umwandeln? Nein. So, Kampftalente. Natürlich wollen wir mit unserem Kampfstab was machen. Hier, Speere. Misslungen, komm. Geschafft. Ja, Parade 12, Attacke nehmen wir jetzt auch. Ja. Ja, gehen wir auf die Attacke. So, komm. Dann, wie sieht's mit den Körpertalenten aus? 666, Selbstbeherrschung. Ach komm hier, Mensch. Jawohl, auf die 6, gut. Dann Sinnenschärfe geht jetzt auch wieder nicht. Na gut, dann müssen wir mal. Was könnten wir denn hier mit wissen? Alchemie. Ach, komm, Alchemie. Vielleicht kriegen wir es ja endlich mal auf 10. Geschafft, auf 10, jawohl. Haben wir noch 7. 6, 6, 6, 6. Die sind eigentlich nicht schlecht. Wobei Schwimmen schon wichtig wäre. Wobei 6 ist eigentlich auch schon nicht schlecht beim Schwimmen. Was hätten wir sonst noch hier? Alte Sprachen, Geschichte, Götterkulte, Lesen, Magiekunde. Was hätte ich denn jetzt hier noch? Lesen, Lesen. 6. Magiekunde 8. Sieht sich sowieso nicht aus. Probieren wir nochmal die Alchemie. Vielleicht kriegen wir sie ja auf 11. Nein. Das war's. Die habe ich doch gar nicht weitergemacht. Hier, komm. Gefahrensinn. Gefahrensinn auf 7.
Sinnenschärfe auf 8. Jawohl, hat geklappt. Immerhin noch mal ein bisschen was hochgekriegt. Dann kommt jetzt die Akademie der Geistreisen. Erstmal, wo haben wir? Den Horiphobos. Ja, misslungen. Jawohl. Auf 8. Schon nicht schlecht. Damit kann sie den bestimmt häufig einsetzen. Bei Bewegung ist es die Frage, noch einen auf Acceleratus oder Transversalis. Misslungen. Geschafft. Wie sieht es denn bei Veränderung aus? Schmelze auf minus 5 bringen. Komm, das machen wir einmal. Ein Kampfzauber. Ganz wichtig. Der Blitz. Ich muss zweimal blitzen können. Hallo, nicht immer daneben gehen. Oh, das darf nicht wahr sein. Fulminictus, das hat geklappt. Und den kann man leider nur einmal steigern. Ignifaxius hat nicht geklappt. Wieder nicht geklappt. Dreimal nicht geklappt. Was ist denn jetzt los mit der? Den Armatrutz. Hey, der klappt auch nicht. Das ist fast so, als ob sie... Wahrscheinlich wegen diesem Mutkram da. Verdammt. Wahrscheinlich werden jetzt die 10 Mut genommen und deswegen haben die alle nicht geklappt. Jawohl, wenigstens einmal. Na, nur eine Steigerung möglich. Verwandlung. Paralü. Jawohl. Kannst du Paralü nochmal steigern? Jawohl, haben wir es auf 7. Das ist auch gut. Intuition kann nur auf 5, okay. Gewandtheit, Fingerfertigkeit, Charisma, okay, die sind alle auf 5. Ich habe ja noch 11 Steigerungsversuche. Jetzt gucken wir mal unter die Heilung. Clarum Purum, das ist wichtig. Wenn ich jemanden habe, der vergiftet ist, dann möchte ich ihn gerne entgiften können. Komm. Auf 9 bringen. Hat nicht geklappt. Jetzt könnten wir noch den Balsam versuchen. Nein, hat natürlich auch nicht geklappt. Nein, immer noch nicht. Ach, wieder nicht geklappt. Gut, dann gehen wir in die Bewegung. Probieren wir jetzt nochmal den Acceleratus auf 10 zu bringen. Ach, hier klappt überhaupt nichts mehr. Ich glaube echt, das hat mit dem Mut zu tun. Na gut. Aber sieht doch nicht schlecht aus eigentlich. So, und jetzt sind wir hier in diesem Raum und wir haben hier Totenkopf Gürtel bekommen. Da, Totenkopfgürtel. Und wenn ich den anlege, ups, dann kriege ich sogar eine Animation. Interessant. Und minus 4 Totenangst. Wenn ich den jetzt hier anlege. Ja, minus 4 Totenangst. Also die beiden Totenkopfgürtel gehen mal beide an Remira. Schade, dass die nicht funktionieren
mit, wenn ich sie nur in dem Inventar habe. Guck, bei dem gibt es keine Animation. Interessant. Gibt es nur beim Totenkopfgürtel die Animation. Okay. Na gut. So, du kannst noch mal ein paar Pfeile mit den anderen scheren. So, 11. Und 14, damit die anderen hier alle mal wieder auf 50 Pfeile kommen. 13. 12. So. Dann kann nämlich Sylvana endlich auch wieder 8 Felder sich bewegen. Jo. Die Frage, brauchen wir hier jetzt? Ja, die ist fast leer. Ein normaler Zaubertrank, ein starker, ein normaler. Gegenstand wegschmeißen. Trinkst jetzt einfach 3 kleine Zaubertränke. Und von dir auch noch einen. So. Damit hat sie wieder 44 von 68. Sehr gut. Und hat auch 8 Lebenspunkte. Ja, und ja, da jetzt die Stunde schon rum ist, mache ich jetzt eine kleine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.